Ja, ja, Bruder. Chill mal, Bruder. Walla, alle einmal bitte den Ausweis auf den Tisch. Ja? Ah. Was ist los, Mann? Hey, was ist das? Ohne Telefon! Ich muss mich rächen. Heute kriegst du deine Rache. Wut, Emotionen und Rache. Die Wut lässt sich stark aussehen. Emotion lässt sich schwach werden und die Rache ist das Ergebnis. Diese drei Punkte können eine Lawine auslösen, welche man nicht mehr rückgängig machen kann, weil man blind ist. Verstehst du, was ich meine? Es ist nie gut, aus einer Emotion heraus zu handeln. Aber am Ende des Tages sind wir doch nur Menschen mit Fehlern. Fehlern, die Scherben hinterlassen. Scherben, wo du deine Familie drauf treten lässt. Freunde, Menschen, die gar nichts damit zu tun haben. Hat diese Rache mir wirklich was gebracht, wenn Menschen bluten wegen mir? Ist es wirklich das, was ich will? Nein, es muss einen anderen Weg geben. Wir dachten, wir müssten in den Krieg ziehen, um in Frieden zu leben. Aber der Frieden erfordert, dass eine Seite nachgibt. Bis hierhin sind wir gekommen. Würdest du nachgeben? MS Goethe war durch mein Viertel. Gedanken im Kopf, sie sind leichter, gemütlicher mehr. Also bitte, sag nicht, du weißt doch. Mein Leben dreht sich wie im Kreislauf. Flight Mode hab ich auf meinem iPhone, weil ich einfach für mich bisschen Zeit brauch. Denn ich muss weg. Kam es zum Ende zu Ausschreitungen mit der Rebellenbewegung Hildmann Pandemic Fighters, bei denen mehrere Beamte verletzt wurden. In seiner Telegram-Gruppe hetzte Attila Hildmann auf kompletten Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten. Wirtschaft. Die Wirtschaft ist weiterhin an ihrem tiefsten Punkt. Der DAX erreicht Negativrekord wie zuletzt im Jahr 2001. Thank you.